So, grüß euch. Servus. So, wir brechen heute auf und zwar zu unserer Herbsttour 2021. Letztes Jahr waren wir einen Monat früher dran, also haben wir im September gestartet, bis Ende September, glaube ich. Und heuer ist Ende September und wir haben Zeit 3,5 Wochen. So einen richtig festen Plan, wo wir hinfahren, gibt es noch nicht. Der erste Stopp wird Leipzig werden. Dann haben wir eventuell vor, Potsdam und Berlin uns anzuschauen und dann an die Ostsee. Aber genaueres wissen wir nicht, wir lassen uns da treiben. Das Wetter ist halt auch nicht so schön, deswegen gibt es einen Fahrtag und schauen wir mal, wo es uns hier verschlägt. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Fährt euch dabei. So, wir sind jetzt in Schwandorf. Angekommen, stehen wir da an einem Wohnmobilstellplatz, direkt an der Naab. Ja, sind wir jetzt 2,5 Stunden oder 3 Stunden knapp gefahren. War ziemlich viel Verkehr rund um Ringsburg. Und für das, dass unter der Woche ist und es Ende September, der Stellplatz bumm voll. Strom war ewig weit weg, brauchen wir aber nicht für eine Nacht. Wasser haben wir auch nur, könnten wir aber da entsorgen und auffüllen, habe ich gesehen. Kostenloser Stellplatz. Und jetzt gehen wir mit dem Flyer ein bisschen spazieren noch. Füße vertreten, nachdem dass wir 3 Stunden im Auto geguckt sind. Es ist eh schon 17 Uhr. Und dann machen wir halt nichts mehr. Und morgen geht es dann weiter Richtung Leipzig. Genau, das Wetter heute gerade so her. Stark bewölkt. Aber zum Spazieren ist ja kein Problem. Ist die Naab. Kann man auch Kanu fahren, glaube ich, und Kajak. Das ist gar Bootsverleih, aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr im September. Da steht Leihgebühr 1 Stunde 2,50, Tagesmiete 25. Bei der Essenstation kann man da. Auf eine Leihgang sogar, 1. Mai bis 31. Oktober. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, jetzt waren wir gerade mit dem Fly an der Naab spazieren und jetzt schauen wir uns die Altstadt von Schwandorf noch ein bisschen an, weil das Wetter ganz gut ist und wer weiß, wann wir wieder mal daherkommen. Living.
can be forgiven myself. I know I'm claustrophobic, comfortable. Can I be forgiven myself in what I know? Halten Sie sich links. So, wir sind jetzt in Leipzig angekommen. Das, ja, kurz nach 14 Uhr stehen wir direkt an der Red Bull Arena auf einem kostenlosen Parkplatz, der aber nur immer frei ist, habe ich gelesen, wenn eben keine Spiele sind oder wenn kein öffentliches Training ist. Und ich stehe da schon vorne angeschrieben, am 2. Oktober ist der Platz wieder gesperrt. Aber wir bleiben eh bloß bis Freitag, da passt es. Ja, und jetzt schauen wir uns ein bisschen Leipzig an, beziehungsweise morgen möchte ich in die Altstadt gehen und jetzt gehen wir bloß mit dem Flyer ein bisschen umeinander und schauen wir uns die Gegend hier ein bisschen an, weil es wird spät ist für Leipzig zum Einigen. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Jetzt gehen wir direkt am Elster-Kanal spazieren in Leipzig. Das Wetter ist jetzt super geworden. Heute in der Früh hat es noch geregnet. Wo waren wir in der Früh? In Schwandorf, genau. Und jetzt ist Nachmittag in Leipzig und es ist echt schön wieder. So, die Nacht war, für dass wir mitten in Leipzig gestanden sind, echt ruhig. Wahnsinn. Wir sind jetzt auch schon frisch gestärkt, haben schon gefrühstückt und Kaffee getrunken. Und jetzt gehen wir mit dem Flyli Richtung Altstadt und schauen wir uns mal die Altstadt von Leipzig an. Also der Fly ist total begeistert von Leipzig, weil so viel Grünflächen, wie es da gibt für eine Großstadt, ist Wahnsinn. Get over you again.